Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ob sie hier was zu sagen hat? Guten Tag. Is it true? You intend to face King Telos? Oh, my dear child, you may be powerful, but our sovereign is undoubtedly invincible. He is the mightiest warrior to ever walk our land. The mightiest indeed. Oh, please, you must reconsider. Ja, aber. Is it true? Okay. You intend to face King Telos? Oh, my dear child. Ja. So, Aitran, was sagst du dazu? Hello there. Have you seen the boy by any chance? I'm starting to fear we might have lost him. I've looked everywhere around Fawns. Oh, heavens above, I do hope he's safe. You're on. Oh, I haven't seen him either. Hopefully he realized the error of his ways and has returned to wherever he came from. Say, are you planning on going through the door at the bottom of this ruin, young one? Its aura feels terribly sinister. By heavens, please be careful. Seltsamerweise, der Bade ist wohl nicht da. Interessant. Aber eine Echomuschel. Johann Echo 3. Gerade eben ist Aitran ohne mich, an mich herangetreten. Ich konnte einen zornigen Unterton in seiner Stimme ausmachen. Dieser Narr hat mich aufgefordert, von Fons fernzubleiben und das Königreich zu verlassen. Was hat diese üble Laune verursacht? Sein Verhalten hat sich radikal verändert. Es fehlt mir gerade noch, dass in diesem düsteren Augenblick ein Freund zum Feind wird. Wo ist denn der Vogeljunge? Nun, vielleicht können wir den Vogeljunge noch drüben reden, bei dem Dingens. Ja, ich glaube nicht. Müsste doch eigentlich theoretisch hier auch irgendwo sein. Erzählt er mir an der Position, wo er vorhin war. Ja, auch nur wieder so, ja, der Getanio ist mir schon ein bisschen suspekt. Your true goal is to settle the score with the king. Isn't that right? Mhm. I still remember my pledge to protect the realm. But you can rest easy. I shall not attempt to stop you. Not that I could anyway. You soiled your hands with blue blood for what happened to your folks. To your village. But as you've probably realized, none of the princes was to blame for those deeds. Such is the truth. I would have known otherwise. One may wonder, though, could King Telos be capable of that kind of malice? I have my doubts. But he's your last bet. Let's just hope you've grown powerful enough to battle such a formidable opponent. Oh, wishful thinking. The world has truly gone mad. Mhm. Ich kann's aber laut sagen. Okay, wir übernachten erstmal. Dann gehen wir halt noch nicht runter und setzen das Fragment an. Wer weiß, was da passiert, wo ich da nicht mehr zurückkommen kann. Ich will auf jeden Fall jetzt gleich in der Höhle nochmal in die andere Richtung und dann will ich in das eine Arx noch zurück. Also auf jeden Fall in das eine, das jetzt hier am Waldesrand steht, quasi. Weißt du? Weil ich jetzt nicht mehr sicher war, ob ich jetzt da alles gemacht hatte. Wir schlafen erstmal und dann sehen wir weiter. Wird schon. Irgendwie, hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Scheint ja alles so, als sei das dann gleich dann der Endboss schon. Kochender Topf lässt auch einfach mal jemand stehen.
Warum auch nicht? So, holen wir einmal ganz kurz unser Zeug ab. Guten Tag. The best tools of battle. Ja, ja. Would you have me look? All right? Show me your wares. Leave the items that require fixing in my care. Mach ihn. So. Das hier. Das da. Ditte da. Das da. Dort. Und ditte. My smithing cannot be rushed. I like to take my time. Ich hab's eilig, Madame. Ich muss den König töten. Aber erstmal gehen wir mal eine ganze Ecke zurück hier. Weil was muss, das muss. Oh. So, und dann bin ich mal gespannt, was wir da hinten noch finden. Vielleicht eventuell Schätze. Vielleicht kommen wir da noch ein optionales Gebiet oder so. Ich weiß es nicht. Muss man mal herausfinden. Und dann, wie gesagt, noch in das eine Arx. Und das eine halt. So. Nicht hier. Aber hier. Mal gucken, in welche Richtung. Nicht da. Einfach weg mit dir. Steht nur im Weg. Du hast gedroppt, Fellbeinchen, ui, toll. So, der nächste hier bitte. Danke. So. Ja, yeah, nicht runterfallen. Das wäre es gewesen, du. So, dann da hinten mal quer durch die Mauer, das Loch in der Mauer. So, dann gehen wir da die andere Höhle mal hindurch. Die hier auf der gegenüberliegenden Seite. Ich höre etwas. Das sind doch ein paar von den Jungs, oder? Schlüssel zu Ehren kann man das sagen. Ja, sie zeichnet tatsächlich das Zeug hier. So wie ich es vermutet habe. Was habt ihr für tolle Schätze? Mutter Rebers Fellbeinschienen. Und irgendwas Interessantes hier? Antlitz der Strenge. Eine hölzerne Maske und eine befehlsmäßige Krone. Als Mutter Rebers Geist in Trauer zerbrach, verwandelte sie sich in eine skrupellose Despotin. Sie wickelte ihre vormals geliebten Jungen in Marike-Ranken ein und unterwarf sie ihrem Willen. Sie alle fürchten den Anblick dieser purpuren Fratze. Heißt das? Ich bleibe dann von den Jungs dann verschont?
Jetzt haben wir Iori Echo 1 oder 8. Nicht 1. Dann wahrscheinlich. Nee, das ist Reber Echo. Mutter Reber, die Puppenspielerin. Mein armer Junge, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Denn ich werde nicht zulassen, dass der böse Mann euch in seine verfluchten Finger bekommt. Er wird euch nicht wieder wehtun. Hier drinnen seid ihr sicher. Als ich euch aufgenommen habe, standet ihr alle an der Schwelle zur Verdammnis. Einfach weggeworfen vom bösen Mann. Gebrochen und schwach. Doch jetzt sind wir eine Familie und stärken uns gegenseitig. Gemeinsam werden wir dieses Wadi für uns selbst beanspruchen. Wir machen es zu unserem Königreich. Okay. So, dann gehen wir hier nochmal raus. Einmal zum Gucken. Weichen die Jungen jetzt von uns? Und einmal halt auch zum Gucken, ob der Vogeljunge. Ich nenne ihn mal Vogeljunge, aber ne, so ein Federkleid erinnert mich halt in erster Linie an einen Vogel. Ob der jetzt irgendwas Neues zu erzählen hat. Mal ganz kurz hier gucken. Nee, der greift nicht trotzdem. Okay. Hätte ja sein können, dass das irgendwie so Zusatzeffekt von der Maske ist, damit man dann hier im Sandstuhl mal frei herumlaufen kann oder so. Möglichkeiten gibt's. Aber nö. So. Steht er denn jetzt noch hier? Ich sehe ihn nicht. Dann ist er wohl tatsächlich auch nicht mehr hier, aber warum? Gut. Dann müssen wir jetzt irgendwie wieder zurück. Wäre natürlich schön, wenn Fritz jetzt irgendwo hier wäre. Könnte ich da den Stein nehmen, um zum Dorf zu teleportieren? Aber davon sehe ich halt jetzt eher wenig. Was jetzt hier wäre. Normalerweise. Doch dann hier irgendwo. Aber auch, ne, die Skybox hier hat sich so ein bisschen geändert, ne, also ist hier ein bisschen nicht mehr ganz so hell erleuchtet. Es gibt hier keinen Tag-Nacht-Zyklus an sich. Gut, dann laufen wir wieder zurück. Hilft ja nichts, was muss das Moos? Was Moos ist, ist Moos. Und was muss, das muss. Ich erstaunliche Weisheiten wieder von mir heute. Der Wahnsinn. Ja, wir haben wahrscheinlich zwei Liori-Echos übersehen. Einmal die Nummer 1 und einmal die Nummer 8. Wir sind auch so relativ überall eigentlich gewesen, dass ich schon gar nicht wüsste, wo soll das denn noch versteckt sein. Außer es ist halt irgendwo so eine Holzwand, die man hätte aufbrechen können oder so. Aber hier ist jetzt auch keine Muschel oder so. Naja, ist wie es ist. Kannst du nichts machen, kannst du nicht umziehen. Im Grunde haben wir ja verstanden, worum es in den Echos da geht. Nur noch zwei andere Echos irgendwo. Aber keine Ahnung wo. So, was wir dann jetzt noch gleich machen. Wenn wir jetzt gleich im Dorf sind. Wir gehen ja dann nochmal Richtung Waldgebiet. Und dann noch mal ganz kurz in das eine Arx hinein.
nur um zu schauen, ist da noch irgendwas, was ich vergessen habe, ob ich da überhaupt noch irgendwie großartig drin gewesen bin. Ich weiß es nämlich nicht mehr.